Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Tyranny mit Paxis. Nachdem wir uns jetzt ausgiebig mit dem Arkonten der Gerechtigkeit unterhalten haben, ich glaube, da hatten wir alles durch, ne? Gordius, mein Fürst Tunon, ich muss in dieser Angelegenheit auf nicht schuldig plädieren. Das wird das Gericht entscheiden. Die Eisengebundenen sind meine Untertanen und ich erwarte mehr von ihnen. Ihr bewahrt das Geheimnis des Eisens, das darf nicht vergessen werden. Schicksalsbinder. Ihr sollt gleich noch Sei stehen. Sei so nett, dass du dich uns anschließt. Ich frage mich, ob du beim Urteil in dieser Sache behilflich sein würdest. Wie immer bin ich neugierig darauf, deiner Vollstreckung von Kyros Gesetz beizuwohnen. Es wäre mir eine Freude, euer Ehren. Hervorragend, schmied deine Aussage. Der eisengebundene Handwerker räuspert sich. Ich kaufte hübschen Tarn. Tarn? Heißt es Tarn oder Tant? Tant von einem Kaufmann, der an Letians Kreuzung vorbeikam. Einen Stein voller Schönheit und Kraft. Über die Zeit formte ich ihn in einen Hammer, um damit Eisen zu klopfen. Die Eigenschaften des Steins waren unglaublich. Ich konnte den Hammer härter und schneller schwingen, ohne mich anzustrengen. Es erhöhte meine Eisenwaffenproduktion um das Zehnfache. Bis dein Meister Verdacht schöpfte und ich mir übergab. Der Tann, von dem du sprichst, war ein Greifstein. Das ist ein Artefakt, das bekannterweise aus dem für alle verbotenen Altmauern stammt. Die Anklage lautet auf unerlaubtes Eindringen und Diebstahl von verbotenen Artefakten. Du darfst fortfahren, Schicksalsbinder. Wusstest du vorher, woher der Greifstein kam? Zuerst nicht. Der Kaufmann wollte mir seine Quelle nicht verraten, aber ich brauchte nicht lange, um eins und eins zusammenzuzählen. Ein Objekt mit solcher Macht begegnet einem einfach nirgendwo anders. Als du erkanntest, woher das Objekt stammt, hast du aufgehört, es zu verwenden? Nein. Als ich es dann wusste, war jeder Schlag mit dem Hammer eine schreckliche Schande, aber ich wusste, dass ich das Richtige für Kyros tat. Ich schickte seiner Armee die besten Waffen, die ich je hergestellt hatte. Dachte, das würde mir die Absolution erteilen. Da habe ich wohl falsch gelegen. Hast du jemals bezüglich der Verwendung des Hammers gelogen? Nein. Ich meine, die anderen Schmiede waren neugierig, was meine Arbeit betraf, aber niemand dachte daran, mein Werkzeug unter die Lupe zu nehmen. Und da niemand fragte, habe ich auch nie etwas erzählt. Also Vorenthaltung der Wahrheit. In Kyros Augen gerade so ruchlos. Was, wenn dein arkanes Werkzeug jemand verletzt hätte? Oder dich? Was wäre dann aus deiner Eisenproduktion geworden? Ich weiß nicht, euer Ehren. Ich hätte gerne etwas Zeit, um über die Angelegenheiten nachzudenken. Ich bin bereit, mein Urteil zu fällen. Ich vertraue deinem Bauchgefühl, Schicksalsbinder. Sorge dafür, dass ich es nicht bereue. Der Schmied hat Kyros nicht betrogen. Da sollte ihm die Freiheit gewährt werden. Alle Fakten deiner Verwendung waren verboten. Der Schmied ist schuldig. Ja, ich glaube, dass. Also, was heißt, ich glaube, ich bin fürs Zweite, weil er leider das Gesetz von Kyros gebrochen hat. Oh, oh nein! Er wimmert in Erwartung eines Hiebes. Dies ist Kyros Wille. Obwohl ich es verabscheue, die Eisenproduktion fallen zu sehen, kann ich in den Drängen meiner Eisengebundenen keine künstlerische Freiheit erlauben. Was ist mit der Strafe, Schicksalsbinder? Ich kann mich darauf verlassen, dass du eine angemessene Sanktion bestimmst. Selbstverständlich kann das nur mit dem Tod bestraft werden. Dein Gesicht soll gebrandmarkt werden. 3 Tage im Lager sollten ausreichen. Der Schmied verliert eine Hand seiner Beiweis. Nee, ich finde 3 Tage im Lager sollten ausreichen. Da bin ich natürlich eher gnädig. Um zum Spott seiner Genossen und Landsleute zu werden. Ja, ich denke, das wird reichen. Du bist immer noch so kompromisslos in der Vollstreckung von Kyros Gesetz, wie ich es dir beigebracht habe. Gut gemacht, Schicksalsbinder. Das Gericht vertagt sich. Es gab weder positive noch negative Auswirkungen, aber ich bin eigentlich zufrieden. Ich habe erstens das Gesetz durchgesetzt, das ist meine Aufgabe als Schicksalsbinder, und ich bin aber, ja, gnädig gewesen, rechtschaffen gewesen. Ihn da direkt umzubringen wegen sowas ist total übertrieben. 3 Tage Lager, danach wird er ein bisschen ausgelacht und kann wieder zurück zur Arbeit kehren. Aber interessant, dass wir jetzt doch nochmal eine Aufgabe, oder ja, doch eine Aufgabe hatten hier bei Tunon, aber jetzt müsste es ja gewesen sein. Schicksalsbinder, du siehst aus, als bräuchtest du meinen Rat. Nein. Okay, dann weiter, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal. Moment, mit irgendwelchen Leuten soll ich reden, wahrscheinlich mit den anderen Schicksalsbindern. Also er hat gesagt, die könnten mir helfen. Schauen wir mal herüber zu den Geschmähten. Ja, Quatsch. Sorry, zum Chor.
Blutmulch, der möchte mit uns reden. Schicksalsbinder, du bist tun ans Gericht gewöhnt, aber ich bevorzuge es, so wenig Zeit wie möglich hier zu verbringen. Trotz der geschlossenen Räume fühle ich mich irgendwie ungeschützt. Der Blick nach oben zu Thunon. Eine kleine Warnung. Als du Ash unterstützt hast, hast du damit dein Todesurteil unterschrieben. Aber wir sollten so etwas nicht im Gericht besprechen. Du sorgst dafür, dass unsere Zeit in den Stufen immer spannend bleibt, nicht wahr? Er lächelt unangenehm lang. Natürlich tust du das. Das war's schon. Mein Todesurteil unter. Ich hab einfach nur. Ich hab nichts Schlimmes gemacht und das wissen die auch. Aber ist mir egal. Ich habe mich sowieso darüber. Das werde ich gerade lang informiert, aber das stimmt nicht. Drüber nachgedacht, wie ich denn weiter fortführen möchte, das Spiel. Und ich glaube, ich werde, sollte ich wieder die Möglichkeit haben, einen interessanten neuen Begleiter zu finden, werde ich wahrscheinlich Barik austauschen. Er gefällt mir zwar eigentlich ganz gut, aber ich habe eigentlich mir so überlegt, dass es wahrscheinlich schon cooler wäre, wenn ich so der eigene Mächtige wäre, der in den Stufen dann vielleicht regiert. Weil ich kann ja auch meine rechtschaffen gute Ader viel besser durchbringen, wenn ich nicht irgendjemand unterstellt bin oder mit jemandem zusammenarbeite, wie zum Beispiel die Geschmähten. Die Geschmähten, die wollen ja auch alle versklaven oder umbringen, wie es aussieht, nachdem sie die besiegt haben. Ich denke, ich kann dann viel besser Gerechtigkeit und Milde walten lassen. Deswegen, wenn es die Möglichkeit irgendwie gibt, dann würde ich schon eher in die Richtung versuchen zu gehen, dass ich derjenige bin, der Ash und den Nerats Stimmen da quasi übergeht. Je nachdem, platt macht, muss man schauen. Ich gucke, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also ich werde es dann eher ein bisschen spontan entscheiden, aber mindestens die Richtung geht dahin. Xevois. Alles ist besser als eine hinausgezögerte Belagerung. Stimmt doch, Schicksalsbinder. Genieße den Krieg, solange du noch kannst. Albitronas. Schicksalsbinder. Der Leutnant nickte knapp zu. Ich fühle mich in dieser glänzenden Halle nicht wohl, aber ich muss zugeben, dass es eine Abwechslung vom Schlachtfeld und dem Übungsplatz ist. Wenn Ash möchte, dass ich hier bleibe und während der Besatzung seine Interessen vertrete, bin ich der Aufgabe gewachsen. Du hast Gunst bei den Geschmähten zugewonnen. Ich habe doch gar nichts gemacht. Errungenschaft freigeschalten, charismatisch. Es kann nicht schlimmer sein als unsere Zeit in Letians Kreuzung, aber Spaß beiseite. Es war großzügig von dir, den Geschmähten die Kontrolle über die Stadt zu überlassen. Selbst die Eisenlegion braucht gelegentlich einmal eine Pause von der Front. Ach, dafür, rückblickend noch. Reputationsfähigkeit freigeschalten. Gunst des Schicksalsbinder. Ach so, haben wir direkt die nächste. Was ist denn das hier? Turm. Und zwar die Geschmähten. Ah, da haben wir jetzt das Maximum erreicht. Und zwar Gunst des Schicksalsbinders. Ablehnzeit 45 Sekunden. Ziel Verbündete und verbündet nicht selbst. Abgeschirmt für 80 Schaden für 30 Sekunden. Erholung 2,8 Sekunden. Verleihe dem Ziel einen Schadensabsorptionsschild. Oh, damit können wir. Ach, 80 Schaden ist ziemlich viel, fällt mir gerade so auf. 80 Schaden ist verdammt viel. Das heißt, wenn irgendjemand. Leider kann man nicht auf sich selber einsetzen. Aber wenn man. Wenn wir irgendjemand haben, der halt nicht mehr so viel Energie hat oder dem Tode knapp bevorsteht oder halt einen starken Gegner hat, dann können wir ihm einfach das Schild geben und 80 Schaden absorbieren lassen. Das ist, wie gesagt, ziemlich mächtig. Nice. Moment, wie lange hält das Schild? 30 Sekunden. Das heißt, in den 30. Also es bringt jetzt nichts, irgendwie das Schild direkt am Anfang des Kampfs einzusetzen und dann erhält derjenige gar keinen Schaden, weil es da 45 Sekunden dauert, bis es abgeklungen ist. Also nachdem das Schild vorbei ist, dauert es noch 50 Sekunden, bevor wir es wieder einsetzen. Also das muss man dann schon taktisch einsetzen, wenn wir. Sehen, Will alles do. klar, Bingo Bongo. Da ist jemand am Start, der braucht Hilfe. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Ich speichere nicht F6, ne? Ja. Jetzt reden wir mal mit denen. Schicksalsbinder Nunuwald. Schicksalsbinder Nunuwald. Ah, Thunons Gunst zählt bei denen auch. Thunon, Gunst 4. Ah, Paxis, du kehrst zurück, unversehrt und noch ruhmreicher als zuvor, wie du es immer tust. Der Schicksalsbinder des Krieges klopft dir gutmütig und äußerst kräftig auf den Rücken. Komm, du musst mir alles berichten, was dir auf deiner Reise widerfahren ist. Ich könnte einen Augenblick der Unbeschwertheit unter Freunden brauchen. Er lächelt dich warm und freundlich an. Wir sind also Freunde, okay. Sprich, was möchtest. Nee, sprich, was du möchtest. Ich würde das Gewicht eines Ebers in Ringen bezahlen, um deine Gedanken zu kennen. Er fährt dich mit der Hand durch seinen dicken roten Bart und grinst dich an. Komm, lass uns offen sprechen. Wie wurdest du auserwählt, Schicksalsbinder zu werden?
Ich kann nicht für die anderen Schicksalsbinder sprechen, aber ich bin zum Gericht gestoßen, als ich noch ein Knabe war. Ungestüm und wild. Ich war zur Todesstrafe wegen Leichenschändung verurteilt worden. Er lacht laut und herzhaft. Es war bei weitem nicht so aufregend, wie du es dir gewiss ausmalst. Ich hatte lediglich Leichen verbrannt, die auf ihre Bestattung warteten. Ehe die örtlichen Behörden mich aufknüpfen konnten, verkündete der Richter, ich sei ein großes Talent, das nur in die richtigen Bahnen gelenkt werden müsse. Warum hast du die Leichen verbrannt? In den Straßen aufgekichte Leichen verbreiten die Pest schneller als selbst die schmutzigsten Ratten. Ich war erst 10 und ein schwacher Kämpfer. Ich tat für mein Vaterland, was ich eben konnte. Warum war es ein Verbrechen? Es gab Zeiten, da waren selbst die Nordmänner äußerst abergläubig. Zeiten, ehe Kyros die Vernunft in die Reiche brachte. Die Leute in meiner Stadt glaubten, dass ich unsere gefallenen Krieger ohne die erforderlichen Rituale dazu verdammte, nicht in das Land zurückkehren zu können. Gut, dass Tuna dich verschont hat. Wie ich schon sagte, der Richter hat in mir etwas von seltenem Wert gesehen, was für uns alle gilt. Auch du wurdest für unser hohes Gericht auserwählt, wofür ich dankbar bin. Als Schicksalsbinder des Krieges bin ich auf deine Talente angewiesen. Was bin ich denn für ein Schicksalsbinder? Er des Krieges und ich des was? Ich wäre mir jetzt gar nicht bewusst, dass ich ein bestimmter Schicksalsbinder wäre. Sprechen wir über etwas anderes. Ich bin neugierig, was Tun uns Masken angeht. Sie können recht beunruhigend sein, nicht wahr? Selbst für jemanden wie mich. Aber ich kann dir versichern, die Unschuldigen müssen ihren objektiven, emotionslosen Blick nicht fürchten. Was genau möchtest du über die Masken des Richters wissen? Ich möchte etwas über das stumme Gesicht erfahren. Das stumme Gesicht ist das Gesicht, das Tunon uns im Moment zeigt, worüber wir unendlich dankbar sein sollten. Das stumme Gesicht ist ein geduldiges Gesicht, ein Gesicht, das zuhört, während Tunon allen Angelegenheiten vorsitzt, die vor Gericht vorgetragen werden. Er stellt sicher, dass alle Seiten eines Konflikts angehört werden. Okay, das Gesicht der Entschlossenheit. Zuletzt setzte Tunon das Gesicht der Entschlossenheit auf, als er über die Bastardstadt urteilte und die Hälfte ihrer Distrikte zur Zerstörung verdammte. Seitdem hat er unsere Nordstufe gerecht, ruhig und mit effizienter Diplomatie regiert. Gesicht, das nicht mehr ist, erfahren. Man sagt, dass Tunon in grauer Vorzeit noch eine dritte Maske trug. Das Gerücht besagt, dass dieses Gesicht Kyros missfiel und daher vernichtet wurde. Wie alle Personen oder Gegenstände, die unserem Oberherrn missfallen. Hast du Tunon je die Maske wechseln sehen? So wie du und ich unsere Gewänder wechseln würden? Nein, nicht direkt. Und doch habe ich gesehen, wie die Masken sich verändern. Sie wechseln, ohne dass der Richter oder sonst jemand sie berührt. Man kann nicht beobachten, wie es geschieht. Nein, man merkt schlicht nach einiger Zeit, dass es geschehen ist. Wie war das noch einmal mit der Geschichte und der Herkunft der Schicksalsbinder? Der erfahrene Krieger reibt sich mit einem Finger über die Bartstoppeln auf seiner Wange. Wir sind ein relativ junger Orden, auch wenn wir die letzten beiden Jahrhunderte erlebt haben. Während Nerads Stimmen und Graven Eschs Armeen brauchen, die ihren Willen ausführen, befehligt Tuna nur ein bescheidenes Gericht von Vasallen. Wir existieren als die Erweiterung seines Gesetzes. Kein Ort auf ganz Terrathus kann sich in unserem Urteil entziehen. Erzähl mir etwas von Kyros Armeen, unserem Verbündeten. Ah ja, wer solche Freunde hat. Unsere Arbeit erklärt sich oft von selbst. Fragst du nach dem Scharlachroten Chor oder den Geschmähten? Dem Chor. Die Soldaten des Scharlachroten Chors stammen aus allen Ecken aller Reiche. Auf seinen Feldzügen rekrutiert der Chor wahllos und willkürlich von jenen, die er unterworfen hat. So füllt er seine Reihen auf. Es gibt im Chor keinerlei Konstanz in der Führung. Nerad erlaubt es, nein, er ermutigt es, dass die Starken ihre Anführer herausfordern. Aber der Chor ist zahlenmäßig stark und rohe Gewalt ist fast immer eine gangbare Lösung. Auch wenn Rogalus das anders sehen mag. Zudem bezieht der Scharlachrote Chor seine Stärke aus den Massen, die er sich einverleibt. Seine Blutkantoren haben Wissen von verschiedenen Mystikern der Stufen übernommen und viele der besten Soldaten des Chors sind hier im Süden aufgewachsen. Dann mal über die Geschmähten. Die Geschmähten sind die Eisenspitze von Kyros großer Phalanx. Sie besitzen die besten Waffen und die beste Ausbildung und werden vom genialen Graven Esch angeführt. Den Geschmähten ist im offenen Kampf niemand auch nur annähernd ebenbürtig. Die Legion hat ein Motto, Graven Esch beschützt. Es ist kein leeres Prahlen. Der Archont des Krieges kann seinen Soldaten seinen Willen und seine Stärke verleihen und ihnen Ausdauer weit über die üblich menschlichen Grenzen hinausgeben. Ich habe großen Respekt vor den Geschmähten, aber ich weiß, woran ich bei ihnen bin. Sie sind eine sehr verschworene Gemeinschaft. Sie alle stammen aus nördländischen Familien, viele sind miteinander verwandt. Nunuval seufzt und lächelt wehmütig. Aber angesichts unserer Rolle in der großen Hierarchie kann ich es General Graven echt nicht verübeln, dass er wählerisch ist. Nein, ich wollte was anderes fragen. So sprechen wir uns wieder. Lass uns also ein aufrichtiges und tiefgründige Unterhaltung führen. Was möchtest du mit mir bereden? Der Schicksalsbinder reibt sich den Kiefer und mustert dich interessiert. Ich habe den Turm in Vendriens Brunnen erobert. Ach ja, da war ja auch noch irgendwas am Blinken, ne?
Die Gerüchte am Gericht sind also wahr. Der Schicksalsbinder reibt sich das Kinn und sinniert gemächlich über seine Gedanken. Nach einer Weile lächelt er dich wehmütig an. Schon wieder? Eines Tages würde ich diesen Turm gerne mit eigenen Augen sehen, der sich über den Reichen erhebt wie eine Klinge, die in den Himmel gerammt wurde. Ich möchte von deinen vergangenen Siegen im Krieg hören oder von deinen jüngsten Erlebnissen. Hast du noch nicht genug von meinen Geschichten, Paxis? Ich muss gestehen, dass ich nie genug davon habe, sie zu erzählen. Er lacht herzhaft und tief. Weiter. Also dann, lass mich von meinen glorreichen Taten der Eroberung berichten. Der Ruhm von Kyros Herrschaft sollen alle Ohren dringen, die davon hören wollen. Ach, hättest du mich noch auf meiner letzten Mission nach Hafen begleiten können, Bruder. Es war ein erregendes Abenteuer voller Blutvergießen und Intrige. Inspiriert von der Ventrienwache hatte das Haus Ducenius sich überlegt, seine Loyalität nun doch nicht dem Oberherrn zu schenken. Ich ritt ohne Rast und Ruhe, weil ich gehört hatte, dass sie nach Ardent geflohen seien. Nachdem ich sie mehrere Tage lang verfolgt hatte, spürte ich sie schließlich auf und metzelte sie nieder. Dank meiner Klinge floss das Blut, das einst über Hafen geherrscht hatte, durch seine Straßen. Okay, das war's jetzt aber. Dann reden wir mal mit Schicksalsbinderin Kalio. Paxis, ich sehe, du bist zur Herde zurückgekehrt. Deine Taten in Vendriens Brunnen sind das Thema so mancher Gespräche. Die Schicksalsbinderin des Gleichgewichts betrachtet dich mit einem kritischen Auge. Für einen Moment hast du das Gefühl, als ob sie in das Innerste deiner Gedanken blicken wollte. Was kann ich für dich tun? Kalio berührt sanft deine Schulter. Also wir sind hier mit allen dick oder was? Wir sind alles meine Freunde. Ist etwas passiert, während ich weg war? Nunuval wurde ins unbeugsame Land geschickt, um die Pattsituation zwischen den Einheimischen und den Geschmähten zu brechen. Er verkündete Kyros Edikt der Stürme, welches das Land mit ewigen Winden verwüstete. Du scheinst viel über meine Handlungen zu wissen. Spionierst du mich aus? Tu nicht so überrascht. Es ist meine Pflicht, sicherzustellen, dass diejenigen, die unter dem Namen des Richters operieren, dem Gesetz, dem Geist seines Gesetzes folgen, wenn nicht sogar bis ins letzte Detail. Und die, die es nicht tun? Natürlich, ich habe nichts zu verbergen. Sagst du, aber ich muss alle Beweise unparteiisch abwägen. Fühl dich ruhig beobachtet, Schicksalsbinder, aber belaste dich nicht damit, dass es nicht mehr als alle Bewohner des Reiches erwarten können. Wie verbringst du deine Zeit in der Bastardstadt? Tunon schickt mich ab und zu aus, um seine Aufträge zu erfüllen. Ich regle Zwistigkeiten von Einheimischen, wenn der Richter anderweitig beschäftigt ist. Sie grinst. Alles von Handelsdisputen zu Chorhausbesetzer aus Kellern zu vertreiben, wirklich dankbare Arbeit. Sie winkt ab. Der Ruhm des Krieges ist keine Ehre, die für unser Eins reserviert ist. Wir sind die Fische, die hinter Tunon herschwimmen und uns die Reste schnappen, die er übrig lässt. Wir sind ziemlich groß und beeindruckend, verglichen mit den Gründlern der Stufen. Dennoch sind wir alle Fische. Ich würde gerne mehr über Tunon erfahren. Tunon ist der gerechte und anspruchsvolle Richter unseres Oberherrn. Er spricht mit der Stimme von Kyros Gesetz und sein Wort ist Urteil. All dies und mehr kannst du erfahren, indem du ihn selbst fragst. Mach schon, oder schüchtert er dich immer noch ein? Wieso denn immer noch? Er hat mich noch nie eingeschüchtert und ich habe ihn schon ausgequetscht. Ich kichert leise. Ich scherze natürlich. Ich habe einige Sorgen, was den Krieg betrifft. Du kannst sie mir gerne anvertrauen. Sie beugt sich näher. Wir können den Widerstand mit so schwachen Bemühungen nicht zerschmettern. Wir sind zu nachsichtig. Blutvergießen und Brutalität herrschen vor. Durch eine Grausamkeit kann kein Frieden folgen. Unsere Armeen gehen sich gegenseitig an die Gurgel. Wir können nicht gewinnen, wenn wir nicht vereint sind. Blutvergießen und Brutalität herrschen, ja, ich glaube, das ist gerade das größte Problem, um den Frieden zu sichern. Das ist der Preis der Eroberung. Wir werden Ordnung in ein Land bringen, das von Gier und Korruption regiert wird. Wenn wir ihnen Kyros wahren Weg gezeigt haben, werden die Massen von Dankbarkeit weinen und um unsere Gunst betteln. Sie nickt in Richtung der Adligen in der Eingangshalle. Es hat bereits begonnen. Das war's dann wohl. Dann der letzte. Schicksalsbinder Rogalos. Schicksalsbinder, du bist zurück. Rogalos mustert dich von oben bis unten mit unergründlichem Ausdruck. Du siehst so aus, als hättest du Fragen, die ich entwirren soll. Frag, ich fühle mich großmütig. Erzähl mir etwas über die ehemaligen Arkonten. Vieles, das wir vom ersten Arkonten des Frosts wissen, ging verloren. Aber seine Talente wurden von den drei darauffolgenden Arkontinnen verbessert. Drei Schwestern, zusammen geboren und seitdem nie getrennt gesehen. Es heißt, dass Rana, Nirabel und Slair bei ihrer Geburt so kalt waren, dass sie für Totgeburten gehalten wurden. Wo hast du in deinen jungen Jahren studiert? Ich bin nun, seitdem ich denken kann, ein Mündel des Gerichts. Als Kind besaß ich eine perfekte Erinnerung und saugte alles in mich auf, was Tunon
und meine Lehrer mir bieten konnten. Ich erinnere mich, dass ich alle Unterrichtseinheiten gehasst und mir gewünscht habe, in meinem Tempo zu lernen. Lustig, wie ich die Weisen der Stufen darum beneidete, dass sie ihr ganzes Leben mit Lesen verbringen konnten und ihre Bibliothek sich nie erschöpfte. Natürlich ist die Vellum Zitadelle jetzt nichts weiter als ein brennender Haufen Schutt. Ja, das ist meine Schuld. Was hältst du von den anderen Schicksalsbindern? Ich fürchte, du musst gezielter fragen. Das letzte Mal, dass gezählt wurde, gab es ein paar mehr als eine Handvoll von uns. Was hältst du von Schicksalsbinder des Krieges? Nur weil es ehrgeizig, dreist und ein ordentlicher Angeber mit einer Vorliebe für Blut vergießen. Manchmal kann er völlig unausstehlich sein. Sein Urteil ist gerecht, selbst wenn er manchmal zu eher drastischen und kompromisslosen Strafen tendiert. Das Gleichgewichts. Kalio ist die Beste unter uns. Ihr Urteilsvermögen sucht seinesgleichen und vielleicht wird sie auch von Thunon bevorzugt. Ihr Argwohn und ihre Beobachtungsgabe sorgen dafür, dass sich andere unbehaglich fühlen. Wir, die wir uns innerhalb der Grenzen des Gesetzes bewegen, haben natürlich nichts zu befürchten. Was ist mit mir? Du folgst einem ordentlichen Weg, reglementiert und organisiert. Vielleicht zu ordentlich für unsere Position, aber das spielt keine Rolle, wenn du deinen Beruf mit Weisheit ausführst. Achte darauf, dass du dich nicht den Pfad des Chaos einschlägst, der führt zur Rebellion. Kannst du mir etwas über die Altmauer und die Geister erzählen? Womit soll ich beginnen? Erzähl mir das über die Altmauern. Wir wissen nur wenig über diese uralten Bauwerke, außer dass sie schon vor der Geschichtsschreibung existierten. Die verbotenen Ruinen verliefen schon Jahrhunderte, bevor wir unsere Städte bauten, kreuz und quer durch die Stufen und den Norden. Die einzige Person, die alt genug ist, um Vermutungen anzustellen, ist wahrscheinlich Kyros. Was hat es mit den Geistern auf sich? Die Geister sind in den Altmauern anzutreffen, aber vieles, was sie definiert, ist mir verborgen. Sie sind Kreaturen aus Rauch, mit Krallen und Fängen. Wenn du unglücklich genug bist, gegen welche kämpfen zu müssen, erinnere dich daran, dass Zauber wirkungsvoll gegen sie sind. Jedoch die Aufmerksamkeit von denen erregen, die dagegen herumlungern. Lass uns etwas anderes sprechen. Ich würde gerne mehr über die Stufen wissen. Die politischen Einheiten der Stufen teilen sich grundsätzlich in die Bastardstufe, die jüngeren Königreiche und die freien Städte auf. Über welche Einheiten würdest du gerne mehr erfahren? Was kannst du mir über die Bastardstufe sagen? Die Bastardstufe ist die nördlichste der Stufen und sie war die erste, die sich Kyros unterworfen hat, obwohl das Knie nicht freiwillig gebeugt wurde. Kyros hatte sein Auge schon Jahre bevor er auf die Hauptstadt marschierte, auf die Bastardstufe geworfen. Sie ist das Zentrum des Handels und Geschäfts. Hulde die Märkte und die Leute werden folgen. Ich würde gerne mehr über die jüngeren Königreiche wissen. Die jüngeren Königreiche umfassen die zentralen und südlichsten Stufen und können wie folgt aufgelistet werden. Apex, Azur, Hafen und das unbeugsame Land. Azur war bekannt für sein außergewöhnlich fruchtbares Land, das die ganzen Stufen ernährte. Das war bevor Kyros Edikt des Steins wütete. Das unbeugsame Land ist auch eine Erwähnung wert, weil es die südlichste Stufe umfasst und sich als das zäheste und wehrhafteste Land beziehungsweise Reich erwiesen hat. Oft heißt es, dass die anderen Reiche nicht fallen werden, solange das unbeugsame Land noch steht. Die dortige Armee kämpft einen erbitterten Krieg gegen die Geschmähten, obwohl das Edikt der Stürme ihre besten Verteidigungen abgeschnitten hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das unbeugsame Land fällt. Die kämpfen da immer noch. Ich dachte, das Ding wäre durch, nachdem dieser Edikt des Sturms gebracht wurde. Aber es ist geil, wie viele neue Sachen man hier erfährt. Also, obwohl ich überhaupt nicht kämpfe oder vorankomme, finde ich das Spiel einfach null langweilig. Für euch als Let's Play-Zuschauer ist es wahrscheinlich langweilig, aber es tut mir leid, es ist bei solchen Spielen, der geht einfach so. Ja, ich finde es einfach mega spannend, alleine die Geschichte. Als wenn ich halt ein Buch spielen würde. Es ist nicht, als wenn ich ein Spiel spielen würde, sondern als wenn ich ein richtig geiles Buch spielen würde. Das ist einfach genial. Ich möchte mehr über die freien Städte erfahren. Die freien Städte existieren noch. Letzter Hafen, Spiralschlund und Baris in Ketten. Die erste und stärkste der freien Städte war Sinkende Sonne. Sie wurde im Jahr 429 durch das Edikt des Tumults von Kyros zerstört. Toll! Über das Edikt von Tumults steht nichts extra drinne. Ich will noch mehr erfahren über das Tumult-Edikt. Das höre ich zum ersten Mal. Demnach haben sich die verbleibenden freien Städte schneller ergeben. Letzte Frage. Ich möchte über die Weisen sprechen. Ich werde nicht über die Weisen sprechen. Sie sind nichts weiter als Scharlatane und Betrüger, egoistisch in ihrem fehlgeleiteten Streben, alles Wissen vor anderen anzuhäufen. Sie haben sich selbst durch ihre eigenen Täuschungen und schlaue Manipulation geblendet. Ihren Untergang haben sie sich selbst vorzuwerfen und sie sind einzig und allein für die brennende Bibliothek verantwortlich. Eines der schmerzvollsten und völlig zu Unrecht geschehenen Ereignisse der Geschichte und das kann ihnen niemals verziehen werden. Aber ich war doch dran schuld, oh mein Gott! So, das war's. Ich glaube, jetzt können wir gehen. Irgendjemand Spannendes hier? Herrin Lucretius.
Ich will halt gerne in der Folge mit der Halle hier abschließen. Deswegen gucke ich gerade, mit wem man noch so reden kann. Wahrscheinlich nur noch mit der hier. Mit der Herrin, das andere sind einfach Adlige. Herrin Lucretius. Diese gut angezogene ältere Frau steht etwas abseits vom Gedrängel der Adligen. Sie starrt in die Ferne und bemerkt dein Näherkommen nicht, bis du direkt vor ihr stehst. Oh, Grüße! Sie lächelt zurückhaltend. Anda Lucretius, frühere von Distelheim. Du siehst so aus, als würdest du hierher gehören. Zweifelsohne ein Schicksalsbinder? Sie nickt. Brauchst du etwas von mir? Was machen all diese Adligen in Thunensgericht? Sie schmunzelt und schüttelt den Kopf. Sie versuchen tapfer auszusehen, aber wenn du ein Ohr spitzt und ihre Gespräche belauscht, wirst du eine andere Geschichte hören. 3 Jahre ist es her, seit Thunon sein Amt hier in der Bastardstadt eingenommen hat. Wir sind immer noch dabei, uns an unseren neuen Meister zu gewöhnen und herauszufinden, warum wir sie bitten können und warum nicht. Sie nickt in Richtung der Adligen. Das sind kluge Leute, reich mit Ringen bestückt. So wie sie sich Thunon nähern, könnte man glauben, dass sie unter den Peitschenhieben eines Tyrannen aufwuchsen. Manche müssen einen Missstand klären, andere sind hier, um Lehnstreue zu schwören. Ich stehe hier schon lange genug, um zu wissen, dass der Richter nichts für leere Gesten übrig hat. Wie ist es der Bastardstadt seit Eroberung ergangen? Kyros Streitkräfte nahmen die Stadt so ein, wie wir es erwartet haben, ohne Gnade oder Zurückhaltung. Der Scharlachrote Chor vergoss mehr Blut, als wir geben konnten. Oh, jetzt habe ich wieder durch einen beschissenen. Es war wieder so ein spastischer Anfall in meinem rechten Zeigefinger. Ich habe außerdem zweimal geklickt. Natürlich wollte ich es nicht. Das ist echt blöd, dass man nicht zurück kann in so einer Situation. Naja, ihr könnt ja nochmal kurz zurückgehen, drückt Pause. Und dann könnt ihr es lesen, wie beim letzten Mal auch, als wenn das passiert ist. Und ich werde es auch so machen, dass ich nach der Folge nochmal reinschaue und das nochmal mir anschaue, also durchlese. Wir haben unseren Teil an Mühsal erlitten, aber es scheint, als läge Kyros an unserem Überleben. Das ist ein besseres Ergebnis, als man manchen von uns glauben machen wollte. Was führt eine Adlige wie dich in Thunons Gericht? Ihr angenehmes Auftreten wird von einem Stirnrunzeln überschattet. Wie alle anderen dieser ängstlichen Inzestbrut kam ich hierher, um Thunon zu bitten, ein Unrecht wieder gut zu machen. Mein Anwesen wurde während der Eroberung zerstört. Ich habe dem Richter von meinem Leid erzählt, aber wir waren nicht unbedingt einer Meinung. Erzähl mir von dir. Ich bin eine Tochter des Hauses Anda. Wir waren wohlhabend genug, um in der Stadt zu leben. Darüber hinaus waren unsere Mittel jedoch begrenzt. Meine Mutter handelte mit Fisch, Stoffen und Bronze. Als ich das Geschäft erbte, war es schon etabliert. Sie seufzt. Natürlich ist nichts mehr so, wie es war. Distelheim gibt es nicht mehr und mein Name hat nicht mehr die Bedeutung, die er früher hatte. Selbst wenn wir noch im Geschäft wären, würde Kyros Gesetz unsere Handelsrechte einschränken. Vielleicht ist es so besser. Ja, das weiß ich schon. Was ist Distelheim? Ein tiefer Seufzer entkommt dir. Das Anwesen gehörte uns schon seit Generationen. Die ältesten Steine stammten aus der Zeit, in der die Bastardstadt aus nichts weiter als einem Dutzend Dächern und Fuhrwerken bestand, die sich aneinander drängten, um etwas Wärme zu teilen. Verglichen mit den Häusern der großen Adligen war es nichts Besonderes. Das Holz war durch das Alter schon morsch und der eigenartige Standort im Lagerhausbezirk grenzte es von den besseren Gegenden, wo die Damen und Herren sich für ihr Amüsement trafen, ab. Es war ein Schlamassel, aber es war unser Schlamassel. Ich würde dich gerne zu einem Tee einladen oder sogar zu stärkerem, aber es würde dich nur enttäuschen. Du findest dort nichts außer einem klaffenden Loch. Was ist passiert? Kollateralschaden. Als der Richter sein Urteil über die Bastardstadt sprach, zerstörte er die Stadtteile der korrupten Händlerkönige, ihre Anwesen, ihre Kontore und ja, ihre Lagerhäuser. Das alte gediegene Distelheim stürzte ein, als sich ein riesiges Sinkloch unter seinem Fundament auftat. Die Gesetze der Bastardstadt sind vielleicht nicht perfekt nach Kyros Maßstab, aber meine Familie war ihnen treu ergeben. Wir haben niemals auch nur einen Kupferring mehr genommen, als wir verdient hatten. Ich kann nicht anders als zu glauben, dass es sich beim Haus Anda nicht um die Verbrecher handelte, die Thunon bei seinem Urteil im Sinn hatte. Was wirst du jetzt tun? Das ist die Frage, nicht wahr? Ich habe Berufung beim Richter eingelegt und gehofft, er würde zur Einsicht kommen. Nachdem er ganze 8 Sekunden über meinen Fall nachdachte, gab er mir einen Ringgürtel und ein Stück Land am Stadtrand. Thunon meinte, ich solle alles neu aufbauen und das Land bestellen. Land bestellen? Ist das zu glauben? Sie schüttelt ihren Kopf. Dabei habe ich nicht einmal etwas gegen die Arbeit, aber es herrscht Krieg. Ich kann den scharlachroten Chor nicht brauchen, wie er mir im Nacken sitzt, wie sie mir die Ernte plündern und Kyros weiß was sonst. Thunons Wort ist Kyros Gesetz, ob du es nun für gerecht hältst oder nicht. Kyros Gesetz dient der Allgemeinheit, nicht dem Einzelnen. Hör auf zu jammern und nimm deine Ringe, die Gerechtigkeit wurde genügend getan. Mitglieder des scharlachroten Chors sind Hunde, ich schlage vor, du verwendest diese Ringe, um Schutz anzuheuern.
Tun das Wort des Kyros Gesetz, ob du es nun für gerecht hältst oder nicht. Als ob ich das nicht wüsste, sie schnaubt. Ich will dir oder deinem Amt gegenüber nicht respektlos erscheinen. Ich habe nie die Macht von Tunons Wort in Frage gestellt. Ich entstamme einer langen Reihe von klugen Händlern, die mit Ringen gut umgehen konnten. Aber selbst ich kann Tunons Gerechtigkeit nicht mit Kyros Gesetz unter einen Hut bringen. Irgendwas an dem Ganzen nicht richtig. Vielleicht weiß Tunon etwas, das ich nicht weiß. Oder vielleicht, ihre Stimme verliert sich und sie schüttelt zweifelnd den Kopf. Was soll das heißen? Du glaubst, du weißt mehr über Gerechtigkeit als ein Richter. Was soll das heißen? Die Menschen kommen hierher, um Gerechtigkeit zu finden. Normalerweise bekommen sie sie auch. Aber Tunons Version und nicht ihre. Die Hälfte der Zeit bekommen sie nicht einmal dann was, was sie haben wollten, wenn es zu ihren Gunsten entschieden wurde. Sie schüttelt ihren Kopf. Einen Bauernhof zum Beispiel. Ich möchte meine Unwissenheit nicht zur Schau stellen, aber wenn mehr Menschen wüssten, wie Kyros Gesetz funktioniert, würden sie vielleicht nicht hierher kommen und um ein Urteil bitten. Selbst um ein gerechtes. Tunon ist ein Diener des Gesetzes, aber er ist ein Vasall des Oberherrn, genau wie wir alle. Manchmal scheint es, als würde er seine Position nutzen, um alles zum Wohle des Reiches zu drehen. Wir sind Spielfiguren auf einem Brett und er bewegt uns dorthin, wo uns das Gesetz haben will. Das klingt nicht, nun ja, gesetzmäßig. Kyros bestimmt das Gesetz, weder du noch ich können es in Frage stellen. Tunon gehört nicht zu denen, die ihre Meinung ändern, so ungerecht es auch erscheinen mag. List, faszinierend. Wie viel ist dir mein Schweigen wert, undankbare Gestalt? Nee, das machen wir nicht. Dein Urteil steht fest. Du solltest es besser wissen, als in meiner Gegenwart schlecht über den Richter zu sprechen. Ich kann nur danach trachten, den Stufen wahre Gerechtigkeit zu bringen. Ja, das möchte ich eigentlich. Hallo? Wenigstens einer von Kyros Agenten ist mit Leib und Seele dabei. Ich hoffe nach wie vor, dass es die Stufen nach dem Krieg noch gibt und dass Kyros Frieden sie zu etwas Großartigem für uns alle macht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, nicht wahr? Leb wohl, Schicksalsbinder. Alles Gute. Das war's also schon. Seid grüßt, Schicksalsbinder. Lass dir von diesem Krieg nicht dein Innerstes verderben. Naja, aber die hat verstanden, dass ich jemand Gutes bin oder zumindest sein will. Von daher hat mir zwar nicht wirklich viel gebracht, dieses Gespräch, aber vielleicht sehen wir die ja nochmal irgendwann wieder. In diesem Sinne, wir haben es geschafft. Speichern doch nicht, weil Bläden mal gerade kommt. Aber wisst ihr ja was? Jetzt machen wir erstmal einen Cut. Die Folge ist lang genug. Ich nehme es sowieso nochmal auf, von daher bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Ach, Bledenmark, ist das nicht dieser krasse Typ da? Ja genau, er konnte Schatten. Ich bin gespannt. Also wir sehen es nächstes Mal, wie es weitergeht. Spannend. Tschö, tschö.